Jetzt komme ich! Kunst der Schattendoppelgänger! Baddest Motherfucker Angriff des Jahrhunderts! Weiter, los, und jetzt schön draufkloppen! Das können wir noch viel besser! Oh, scheiße, jetzt geht's los! Oh, so schlecht, Alter! Nur so wenig hat das jetzt abgezogen. Alter! Oh komm, ein einziger Stern fehlt noch. Komm schon! Und jetzt stirb! Knapp unter 60%. Nice. Knapp unter den 60. B. Das heißt, ich muss den Kampf nochmal machen, damit ich den Erfolg kriege. Ach! Boom! Die maximale Anzahl einstellbarer Ninja-Werkzeuge hat sich erhöht. Kampf gegen den Neunschwänzigen muss ich nochmal machen, ey. Teil 1, Gaara, erstes Outfit. 290.000 Rio erhalten. Neuer Charakter jetzt nutzbar. Nummer 6, du hast ein Ninja-Infokartenbild erhalten. Nummer 13, du hast ein Ninja-Infokartenbild erhalten. Nummer 259, du hast ein Ninja-Infokartenbild erhalten. Nummer 262, du hast ein Ninja-Infokartenbild erhalten. Nummer 517, du hast ein Ninja-Infokartenbild erhalten. Nummer 716, du hast ein Ninja-Infokartenbild erhalten. Nummer 816, du hast ein Ninja-Infokartenbild erhalten. Kein Erfolg, scheiße, weil wir kein, kein S haben, Alter. Die haben nur B-Rang, what the fuck? Scheiße, das geht mir gerade voll gegen den Strich. Ich glaube, ich muss den Kampf noch ein paar Mal wiederholen. Naruto, washi wo okurasete na? Naruto! Mada kondake no chikara ga. Yappa sugie ya, omae. Alter Schwede, ey. やったわね、ナルト。うん。母ちゃんは今これで港のところへやっと行ける。でも行く前にあなたに言っておかなきゃならないことがあるの。え？ナルト、あなたが生まれた16年前の事件、その真相を言っておくわ。 16年前の真相？ 私はあなたの前任の人中力、まずはそこからね。キュービの人中力だった。母ちゃんが
そう。私はキュービの器となるため、今は亡き渦潮の里から木の葉に連れてこられたの。キュービは。ちょっと待ってくれ。渦潮の里から連れてこられた。それに、器って、どういうことだよ。渦潮が来れば、封印術を得意とする一族でね。木の葉とは特別に深い関係にあったの。そして、その一族の中でも、私は特に、キュービを抑え込める強いチャクラを持っていた。だから、母ちゃんが、キュービの器に決まったってのか。そうよ。だよ、それ。何なんだよ、それは。それじゃまるで物扱いじゃねえか。連れてこられた時に事実を知らされてなかったし、それを聞いた時は私もショックだった。人中力のプレッシャー、孤独感、いろんな意志が降りかかって潰されそうになった。でもね、そんな時に私の前任の人中力だった渦巻水戸様が教えてくれたの。私たちはキュービの器としてここへ来た。でもまず先にその器に愛を見つけて入れなさいって。そうすればたとえキュービの人中力として生きていくことになっても幸せでいられるって。なら母ちゃんは人中力だったけど幸せだった。もう、ナルト、あなたが泣くことないじゃない。あれ？何？16年前に木の葉を襲ったキュービの事件、あれは暁の面をしている男の仕業だって父ちゃんが言ってた。それなのになんで母ちゃんがキュービを持ってたんだ？父さんから詳しくは聞かされてないよね。そっか、ミナトは時間が足りなかったのね。確かにそう。16年前に里を襲ったキュービは、その面の男が操ったのは事実。でもその寸前までは私がキュービを封印して持っていた。じゃあなんで？その面の男、そいつはなぜだかはわからないけど知ってたの。何を？人中力の美獣の封印が弱まる唯一の機会を知っていた。そこを狙われてキュービを奪われた。封印が弱まる唯一の機会、何だってばよそれ。出産よ。人中力の女性が妊娠をし、出産を迎えるまでの約10ヶ月の間、封印に使っているエネルギーがお腹の子供へと移行していくために、美獣の封印がそれに比例して弱まっていく傾向にあるの。16年前の10月10日、私は三代目様の命のもと、里から離れた結界の中で出産をすることになった。これは出産の際にもし封印が解けてキュービが出てきてしまった場合のことを考えての処置。ミナトも出産には立ち会ってくれることになって、準備は着々と進んでいったわ。出産に関しては極秘事項だったけどね。なら俺は先に行くけど問題ないよね。もし陣痛が来たらすぐに周りの人を頼るんだよ。俺もすぐに駆けつけるから。もう分かってるって。それと木の葉の門に迎えの忍びがいるから、ちゃんと連れてきてもらうようにね。あとはミナト、私のこと子供扱いしてる？いや、そんなことはないよ。ないけど。ほんと、いつまで経ってもその性格は治らないわね。心配無用、私は大丈夫だから。さっさと先に行って用意し。おかしな。
いい？私たちはこれから親になるんだから、おたおたしてたらナルトに笑われるわよ。そうだね。ナルトに情けない姿は見せられないな。でしょ。わかったよ。それじゃあ先に行ってるから、後で結界の中で会おう。まったく。ま、慌てる気持ちはなんとなくわかるけど、でももう少しで会えるね。Wo es auch nicht ganz richtig ist, keine Schwäche vor dem Baby zu zeigen. Sonst lernt das Kind ja nie, dass, sonst denkt das Kind nur, dass es halt, ja. Ja, sonst denkt das Kind halt im Endeffekt nur, ich muss immer stark sein, ich muss immer stark sein, ich muss immer stark sein. An der Akademie gab es vor einer Weile eine wahre Bestie von einem Mädchen. Wer sie anmachte, den hat sie ungenietet. Sie war total heiß, aber sie kannte keine Gnade. Irgendwann bekam sie den Spitznamen Superscharfe Chilischote. Sogar mein großer Bruder hat sie erwischt. Er sagte, er hätte sich danach nie wieder mit ihr angelegt. Ich finde, diese alten Geschichten sind inzwischen ganz schön aufgebauscht. Wieso kann ich nicht springen? Ich will springen! Mit einem Affenzahn werden wir uns jetzt nach vorne begeben. Deswegen, selbst wenn ihr Kinder habt, wenn ihr noch Kinder seid, was weiß ich, zeigt ruhig Schwäche. Es ist nichts, wofür man sich schämen muss. Sehen Sie an, wenn das nicht unser fröhliches kleines Mädchen ist. Hallo, Großvater. Ja, ja, du siehst heute ja besonders lebendig aus. Ist etwas Gutes passiert? Und ja, das könnte man wohl sagen. Ich würde ihm so gerne von dem Baby erzählen, aber ich darf nicht. Es ist streng. Moment mal. Sie ist im 9. Monat. Soll bedeuten, sie hat ein gewaltiges Gerät vor sich rumtragen. Alles andere ist noch dünn bei ihr. In dem Sinne dünn. Sprich, jeder erkennt sofort, dass das eine Schwangerschaft ist. Und jetzt darf sie ihm nichts von dem Baby erzählen, weil das streng geheim ist, oder was? Vielleicht, dass er jetzt heute geboren wird, ja. Das kann man aber sagen, ich krieg heute wahrscheinlich mein Baby. Wahoo! Aber wo ist... Er will es dann denken, im Krankenhaus. Und mehr muss er doch nicht darauf eingehen. What the fuck? Bist du bescheuert? So, egal. Kushina? Solltest du wirklich hier draußen herumlaufen? Bitte übernimm dich nicht. Zurzeit gehört dein Körper nicht allein. Keine Sorge, ich komm schon klar. Sie macht sich genauso viele Sorgen. Achso, es war ein Vibe. Entschuldigung. Oh, hallo Kushina. Du hast ja schon ein richtiges Bäuchlein. Aha! Du musst absolut glücklich sein. Bald schon bist du eine Mama. Mutterschaft ist wirklich etwas Besonderes. Bum, ich mach grad Godzilla nach. Mein Bauch ist so schwer. Es ist so schwer. Woran wird, was tue ich dann nur als erstes für ihn? Tja. Dein Haar hat eine komische Farbe. Sie deutet einen hellen Rot. Aber ich finde, es steht dir sehr gut. Tja. Du hast wirklich einen guten Geschmack. Das ist meine Haarfarbe, du blöde Zicke. Kinder können so gemein sein. Moin. Du bist, dass du am Ende Minato bekommen hast. Als wir auf der Akademie waren, hätte ich das nie für möglich gehalten. Und dann ist Minato Hokage geworden. Und ich werde immer nur ein Shunin sein. Mann, ist das traurig. Du musst dich eben richtig anstrengen, obwohl ich nicht glaube, dass man Minato so einfach einholen kann. Mach ihm Mut, Alter. Als Lord Hiruzen abtrat und Minato Hokage wurde, machte ich mir Sorgen. Ich meine, er war damals noch so jung. Aber offenbar waren meine Befürchtungen völlig umsonst. Für einen so jungen Mann ist er ziemlich unglaublich. Einfach unglaublich. Wirklich.
Minato ist der stärkste von allen und furchtbar nett. Ich wusste schon immer, dass er würde mal Hokage werden. Nein, das wusstest du nicht, Frau Nehmer! Du Lügnerin! Der vierte Hokage, Lord Minato. Oh. Wie oft ich ihn auch sehe und... Lord Minato, wie oft ich ihn auch sehe, ich finde, er sieht einfach toll aus. Ach, so einen wie ihn hätte ich echt gern als Beschützer. Mann! Mann wird mit einem N geschrieben. Kushina hat vielleicht ein Glück. Seufzt. Absolut! Worauf wartest du? Lauf los und such dir auch so einen tollen Typen. Hey, das war nur ein Scherz. Boah, ist die gemein! Ist ja voll heimtückisch. So, was steht an? Bitch. Bitch, Mac, Bitch, Bitch.